Von der Einmündung zur K26 in der Grübeck bis nach Eisborn ist die vorhandene Deckschicht in einer Stärke von 4 cm abgefräst worden. Am 29. August soll die Straße wieder befahrbar sein. Die teilweise zu tief liegende Bankette wird an die neue Asphaltdecke angeglichen. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt. Die Umleitung U1 führt über die Horst. Der Märkische Kreis investiert ca. 73.000 Euro in die Maßnahme.